Klassische Hausmannskost in Perfektion. Vorhang auf für Hoffmanns Leibgerichte. Heute der perfekte Linseneintopf. Herzhaft, fix servierfertig und mit Zutaten, die jeder leicht zur Hand hat. Leibgerichte. Ein Eintopf, einen richtig leckeren Linseneintopf. Ganz einfach zubereitet. Und was brauchen wir dazu? Ein Stück Kassler, ein bisschen geräucherten Speck, schöne kleine Linsen, Suppengemüse und ein paar Würstchen. Los geht's mit der Basis für jeden guten Eintopf. Erstmal brauchen wir eine vernünftige Brühe. Das heißt, ca. 1 Kilo Kassler. Wir kochen 4 Portionen. Ein Eintopf sollte man nie zu klein kochen, dann schmeckt er nicht. Und dieses Kassler geht mit den Linsen in einen Topf mit Wasser. Und hier in das kalte Wasser. Deckel drauf. Weiter geht's mit dem Suppengemüse. Das Gemüse für die Suppe ist bei Hoffmann natürlich frisch. Schmeckt besser als jede Fertigmischung. Davon brauchen wir nur ein kleines Stück. Und diesen restlichen Knollensellerie könnt ihr euch noch 4 bis 5 weitere Gerichte mitkochen. Einfach ab in die Gemüseschublade, so wie er ist. Sellerie enthält jede Menge Vitamine sowie Mineralstoffe und schmeckt auch roh hervorragend. Ebenfalls in Würfel schneiden, Karotten. Aufgrund des hohen Vitamingehalts sind die tatsächlich gut für die Augen. Ein paar Karotten, dann braucht bald keine Brille mehr. So, das saubere Gemüse mal in ein Schüsselchen. Und jetzt? Stückchen Porree müssen wir haben. Die Wurzel bitte weg. Meine Empfehlung ist, erst nach dem Schneiden das Porree waschen. Obwohl meine Oma immer gesagt hat, Jung, Dreck reinigt den Magen. Wohl eher ein Mythos. Den Porree schneidet Hoffmann in feine Ringe. Wichtig, gut abwaschen. Möhren sollte man, auch wenn man sie schält, ebenfalls gründlich abwaschen. So, diese Petersilie, das obere, das hacken wir uns. Das kommt mir schön auf die fertige Suppe drauf. Aber dieser Stiel, der hat auch noch mal richtig tollen Geschmack, kommt auch mit in die Brühe. Damit ist Hoffmanns buntes Suppengemüse komplett. Und nun die ganzen Abschnitte, Schale in ein Sieb und alles das kräftig durchwaschen. Das nennt man Resteverwertung. Statt im Abfall landen die ganzen Gemüseabschnitte im Topf. Und nun, während das hier so schön langsam vor sich hin kocht, geben wir jetzt diese Abschnitte in ein Sieb dort hinein und lassen es mitkochen. Warum gebe ich das in ein Sieb? Ich möchte nachher nicht hier jede einzelne Schale aus meiner Suppe pulen. Guter Tipp. Jetzt Pastinaken. Pastinaken, älteste Wurzelgemüse, gab es in Deutschland weit bevor der alte Fritz uns die Kartoffel gebracht hat. Pastinaken lassen sich am besten mit einem Sparschäler schälen. Sie haben ein leicht süßliches Aroma. Und man kann sie auch roh verzehren. Bei Hoffmann landen sie gewürfelt im Eintopf. Pfeffer mörsern wir schön selber. Könnt ihr natürlich gerne auch aus der Pfeffermühle machen. Mir ist wichtig, ein Natursalz zu benutzen. Ist etwas teurer, aber ihr braucht davon weniger. Und es hat wirklich einen viel, viel besseren Geschmack. Die Gewürze kommen mit in die Brühe. Und die braucht jetzt Zeit, um ihren Geschmack zu entfalten. Basta. Und jetzt lassen wir das Ganze schön gemütlich kochen für ca. 20 Minuten. Dann ist die Brühe fertig. Das Kassler und die Gemüseabschnitte kommen raus. Herrlich. Jetzt hinein mit unseren Karotten- und Selleriewürfeln. Dazu noch den Porree und die Pastinakenwürfel geben. Das ist ein Pottsuppe, da wird die ganze Familie satt. Geschmack auch top. Boah, das ist jetzt schon geil. Und so hat das meine liebe Mama gemacht. Die hat ein klein bisschen Tomatenmark da reingegeben. Das lässt die ganze Suppe ein bisschen fröhlicher aussehen und gibt ein ganz leichtes Tomatenaroma.
Sieht schon richtig deftig und lecker aus. Und jetzt noch mal circa 10 Minuten kochen lassen. Fehlt noch die Fleischeinlage in Hoffmanns Linseneintopf. Den geräucherten Speck von der äußeren Fettschicht befreien und würfeln. Sicherlich könnte man den Speck jetzt einfach mit da in die Brühe hineinkochen, aber durch das Kassler kriegen wir schon schöne Raucharomen in die Suppe. Und diesen Speck mache ich ganz, ganz knusprig, weil Hoffmanns Lieblingsgerichte dürfen kein wabbliges Fett haben. Das mag ich überhaupt nicht. Und was ist der Plan, Kollege? Speck ab in die Pfanne und das Ganze ohne Öl. Hier ist schon Fett genug dran und ganz toll knusprig braten. Den Speck haben wir schön knusprig gebraten. Guck mal hier. Aber das ganze Öl da, das wollen wir nicht haben. Das seien wir einfach ab. Denn das hier ist reines tierisches Fett und das legt sich garantiert bei euch auf die Hüften und bei mir auf den Bauch. Was gehört noch zum Linseneintopf wie bei Oma und bei Hoffmann? Klar, Kassler. Das Fleisch ebenfalls würfeln. Das ist jetzt zwar reichlich Fleisch für so eine Suppe. Und trotzdem ein super günstiges Gericht. Pro Teller wird es ungefähr kosten um die 2,50 Euro. Nach ca. 6 bis 7 Minuten ist das Gemüse gar gekocht. Jetzt kommt das Kassler dazu. Der knusprige Speck. Und das Ganze noch mal 2 Minuten ordentlich aufkochen lassen. Und dann ziehen wir hier in unserer wunderbaren Linsensuppe die Würstchen warm. Und dann kann serviert werden. Das sieht doch schon mal super lecker aus. Fehlen nur noch die Wiener Würstchen. Die kommen bei Hoffmann im Ganzen in den Topf. Eine Minute reicht vollkommen aus. Und jetzt mache ich mir ein leckeres Tellerchen. Lieblingsgericht vom Hoffmann, Linseneintopf. Ah, guck mal hier. Nicht nur der Hoffmann steht auf Linseneintopf. Das Gericht ist ein absoluter Klassiker der deutschen Hausmannskost, der nie aus der Mode kommt. Ein deftiger Sattmacher, perfekt für den Herbst und die Winterzeit. Läuft mir doch das Wasser im Mund zusammen. Guten Appetit. Wie schmeckt es denn? Liebe Freunde, ausgezeichnet. Die Raucharomen, der knusprige Speck da drin, das Gemüse, die wunderbaren, zarten, kleinen Linsen. Das hier ist ein absolutes Top-Lieblingsgericht vom Hoffmann und es ist ganz einfach nachzukochen. Fazit, es geht fix. In knapp 30 Minuten ist der Linseneintopf aufgetischt. Schwierigkeitsgrad? Einfach. Den kriegt jeder hin. Umgerechnet 2,50 Euro kostet ein großer Teller. Also dann, viel Spaß beim Nachkochen.